Rangers, es ist Review-Zeit und herzlich willkommen zurück bei Dark Schnegge Reviews. Heute habe ich tatsächlich eine Legacy-Figur für euch, ja! Aus der Legacy Collection kommt heute die gute Kimberly Hart, der pinke Ranger aus Mighty Morphin Power Rangers in der Limited Edition. Wenn euch die 5-Inch-Figuren, die ich euch in dem letzten Jahr halt auf meinem Kanal gezeigt habe, nicht zusagen, dann sind das hier die Sachen, die auf jeden Fall was für euch sind. Oh, der Bogen ist schon locker. Na, das sind wirklich um einiges bessere Figuren, da habt ihr wirklich euren Spaß mit. Ja, ihr seht schon, die Verpackung gefällt mir sehr gut mit dem Blister und dann habt ihr hier schon den pinken Ranger vorne drauf, ne? Sehr schön. Das Ganze ist ab 4 aufwärts, aber ich denke mal eher, das sind Figuren, die sind eher für uns erwachsene Sammler, ne? Und da werden wir unsere wahre Freude dran haben. Und ich kann euch versprechen, das ist nicht der letzte kleine Legacy Ranger, den ich euch zeigen werde. Da kommt noch einer, das weiß ich auf jeden Fall. Na, ihr seht hier das alte Mighty Morphin Power Rangers Symbol und dann hier unten die Limited Edition. Sehr schön auf der Seite hier, Legacy Collection Pink Ranger. Ja, auf der Rückseite seht ihr schon, was es hier noch Schönes gibt. Nämlich die kompletten klassischen Power Rangers. Der rote Ranger, der blaue, ne, gelb und schwarz. Jeder mit seinen signifikanten Waffen, was ich sehr gut finde. Na, da freue ich mich drauf, euch das zu zeigen. Ja, und hier steht noch Collect Them All. Und ja, dann habt ihr eine richtig schöne Line. Was macht das Ganze limitiert? Diese Rangers sind leicht durchsichtig. Das zeige ich euch aber jetzt mal, wenn ich die gute Kimberly halt aus ihrer Verpackung befreie. Ich bin sehr, sehr angetan von dieser Figur. Ich finde die grandios und die sind wirklich um einiges besser als die kleinen 5-Inch Counterparts. Bei einer ungefähren Größe von 16 cm habt ihr hier wirklich eine astreine Power Rangers Actionfigur, wenn ihr euch aus der Legacy Collection halt die klassischen Rangers holt. Ihr seht schon, Kimberly sieht hier wirklich sehr, sehr gut aus und ihr kennt auch schon, denke ich mal, auf den ersten Blick, dass hier mehr Bewegungspunkte drin sind als jeweils bei den 5-Inch-Variationen. Ihr seht, sie ist relativ groß, wie gesagt, knapp 16 cm, finde ich sehr schön gemacht. Na, vor allem der Helm gefällt mir hier sehr gut. Den haben die ganz toll umgesetzt, ne? Hier mit dem Pterodactyl obendrauf und dem schwarzen Visier. Das sieht sehr schön aus. Toll verarbeitet, muss ich sagen. Ich mag das natürlich auch hier. Die silberne Gesichtsplatte wurde sehr schön verarbeitet. Paintshop-mäßig kann ich hier fast nicht meckern an Kimberly. Ne? Das Weiß verschwimmt wahrscheinlich gerade so ein bisschen mit meinem Background, aber verzeiht das. Es ist wirklich sehr hell. Ne? Ja, und dann könnt ihr vielleicht erkennen, dass der Körper wirklich so ein bisschen durchsichtig ist. Ne, dass da so eine Art Translucent Plastik benutzt wurde. Ich finde, das sieht eigentlich recht cool aus. Ne? Der ein oder andere mag es vielleicht jetzt nicht so, aber es gefällt mir. Es sieht sehr schick aus. Ja, ihr seht schon, ne, ja, der klassische pinke Ranger halt. Ihr seht natürlich jetzt hier, der gesamte Anzug ist halt, oder der Körper ist halt in pink gehalten. Und alles, was halt weiß sein soll, ist weiß. Ne? Ihr seht hier so gesehen diese kleinen Markierungen und alles. Sogar auf der Rückseite, Bandai, ja! Sogar auf der Rückseite alles schön bemalt, sogar der Gürtel und alles. Selbst das kleine CE-Zeichen hinten am Rock, das stört kaum. Das haben sie sehr gut versteckt, so gesehen. Finde ich super. Ne? Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ich bin vor allem sehr begeistert von den Details her. Denn ihr könnt natürlich hier so ein bisschen die Schlüsselbeine erkennen. Aber Kimberly hat hier wirklich so ein bisschen Bauchmuskeln am Start. Ne? Auch da haben sie es ganz cool gemacht von Skype-Ding her. Und generell dann halt hier die Handschuhe. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und ich bin super, super angetan vom Morpher. Ihr seht das vorne drauf, tolle Farben und das ist echt nicht sloppy. Da haben die sich echt Mühe gegeben. Der Morpher in seinem Schwarz-Silberton, ne? Ihr könnt sogar die ganzen kleinen Details erkennen. Und wenn ihr ganz genau hinguckt, könnt ihr die Power-Münze sehen. Den Pterodactyl könnt ihr da drauf, wenn ihr ganz genau hinschaut, erkennen. Da bin ich super excited. Das sieht echt cool aus. An der linken Hüftseite könnt ihr schon erkennen, habe ich jetzt schon mal was rangepackt. Das ist nämlich auch mit dabei. Wir haben ein Holster, was dann hier mit einem kleinen normalen Pack halt so gesehen bei Kimberly hier an den Gürtel rangesteckt wird. Ne? Ganz normal, ganz simpel. Und in das Holster kommt dann halt natürlich der Blaster. Die Pistole ist hier mit drin. Die ist auch in durchsichtig gemacht. Oh Gott, jetzt kriege ich die da nicht raus. Komm mal her. Ne? Komm mal her, Kimberly. Stell dich mal kurz hin. Ich zeige dir Leuten kurz mal das gute kleine Stück hier. Ne? Jeder, der die Mighty Morphin von Power Rangers kennt, weiß, was das ist. Das ist so gesehen die Pistole, die sich auch später zu einem Schwert umwandeln kann. Das ist natürlich jetzt bei der Größe nicht möglich. Ist ein bisschen krumm in der Verpackung geworden, aber wenn ihr das ein bisschen zurechtbiegt, ist das okay. Die Details sind leider gerade so zu erkennen. Ne? Das ist ja so eine Art, ich sag jetzt mal T-Rex-Form. Ihr könnt hier so ein bisschen die Zähne erkennen. Ne? Natürlich bei der Größe könnt ihr das nicht großartig irgendwie richtig genial ausarbeiten. Und ihr seht halt auch, das gute Stück ist auch durchsichtig. Ne? Vorne in weiß gehalten das Ganze und so ein bisschen hier, wo das Silberne ist, ne? Da kommt dann halt
die Klinge raus oder so gesehen ist das dann halt der Lauf des Blasters. Finde ich cool, könnt ihr Kimberly auf jeden Fall in die Hand packen. Ich habe das immer so jetzt in meinem Regal stehen, dass Kim halt den Blaster oder das Schwert halt ungefähr so in der Hand hält und das Ganze dann halt so ein bisschen nach oben packt hier. Ach mein Gott, das ist ja jetzt wieder, jetzt ist es gerade voll flamsy, es ist voll lose. So, einfach so reingepackt. Na, und dann stellt ihr Kimberly halt so hin, das finde ich schon mal ganz cool. Ja, ansonsten natürlich, was mit dabei ist, ist Kimberlys Bogen. Der gehört mit dazu, den habe ich hier, ne? Der klassische pinke Ranger Bogen, der gefällt mir auch wirklich sehr gut, schaut ihn euch mal an, in weiß und pink natürlich gehalten, schöne Details dran, ne? Das haben sie schön verarbeitet, das reicht auch völlig aus, sieht gut aus, ne? Hier in pink und hier hinten sogar in rot, schön gemacht, ganz ehrlich, das gefällt mir und das könnt ihr dann halt der guten Kimberly halt in die andere Hand packen. Und so könnt ihr das halt so ein bisschen machen, dass ihr ein schönes dynamisches Display mit eurer Figur macht. Ne? Wenn ihr jetzt noch die anderen Rangers habt, habt ihr dann natürlich alle Power Rangers mit ihren tollen Waffen am Start. Komm mal her, Kimberly. Ungefähr so. Ne? Und dann stellt ihr das halt so ins Regal. Sieht gut aus. Sieht wirklich sehr gut aus. Und so habe ich mir schon immer die Power Rangers Figuren halt gewünscht. Eine, ja, es geht eigentlich nur noch einmal besser, wenn ihr die SH Figure Arts Figuren habt. Aber wenn ihr wirklich solide, normale Power Rangers Figuren haben wollt, dann seid ihr hier mit der Legacy Collection auf jeden Fall mehr als gut bedient. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, der sehr interessant ist, bevor ich noch das letzte Zubehörteil zeige. Nämlich hier kommt jetzt die Beweglichkeit für euch. Denn ein Power Ranger muss kämpfen und muss sich gut bewegen können, was wir bei den 5-Inch-Varianten leider nicht haben. Der Kopf sitzt auf einem guten Joint. Ihr könnt also den Helm 360 Grad drehen. Ihr könnt dann aber auch den Kopf gut nach unten gucken lassen und den Kopf sehr schön nach hinten gucken lassen. Was ich hier persönlich nicht so schön finde, ist, dass das Gelenk hier innen drin mit einem Pack versehen wurde, ne, wo das Ganze halt jetzt zusammengehalten wird. Das sieht ein bisschen unschön aus, aber da können wir eigentlich mit leben. Es ist okay, es ist definitiv okay. Die Schultern können wir so weit nach oben packen, schaut mal, sehr tolle Beweglichkeit da am Start. Dann haben wir hier einen Bicep-Swivel, wir können hier schön 360 Grad alles drehen. Wir haben ein einfaches Ellbogengelenk am Start. Wir können den Handschuh separat auch noch drehen. Und die Hände, finde ich sehr genial, sind auf diesen Kugelballjoints, auf diesen ja, kleinen Kugelgelenken, ne, sehr, natürlich sehr fein. Ihr könnt die Hände natürlich erstmal 360 Grad drehen, aber ihr habt dann auch die Möglichkeit, halt die Hände so zu kippen. Ne? Das finde ich sehr cool. Sehr schöne Beweglichkeit drin. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, diese Hände auszutauschen. Ja, das ist möglich. Zeige ich euch gleich aber nochmal. Dann, was bei den 5-Inch-Figuren natürlich nie dabei war. Wir haben eine Torso-Beweglichkeit. Guckt mal hier. Da ist ein richtig schönes Gelenk. Da könnt ihr Kimberly natürlich noch schön nach links und rechts drehen lassen. Das knatscht natürlich jetzt ein bisschen. Aber schaut mal, ihr könnt sogar sie weit nach unten gucken lassen oder halt nach hinten sehr weit. Na, das finde ich super gelungen. Und jetzt kommt es noch genialer. Wir haben sogar eine Hüftrotation, denn die Separation ist hier direkt über den Gürtel angesetzt. Da haben wir dann halt die Rotation noch für die Hüfte. Na, also da gibt es wirklich eine Menge Spiel. Ja, wenn es jetzt zur Beweglichkeit der Beine kommt, ist es natürlich bei Kimberly ein bisschen eingeschränkt. Das liegt aber jetzt an dem kleinen Röckchen, was sie trägt. Das ist auch aus Kunststoff gemacht. Man hat natürlich so ein bisschen dran gedacht, weil man will die Beine ja bewegen. Man hat hier so einen kleinen Schlitz halt reingemacht, links und rechts. Ne? Ihr seht das hier, damit sie zumindest den also famous Split machen kann. Ungefähr so weit. Ihr könnt es noch ein bisschen strapazieren, aber ich würde es jetzt nicht zu weit machen. Ungefähr so weit gehen die Beine bei Kimberly auseinander. Reicht mir aber völlig. Leider ist es nur nicht möglich, dass Kim sich jetzt hinsetzt, ne? Weil die Beweglichkeit nach vorne ist durch den Rock komplett eingeschränkt und geht nur so weit. Mehr ist da nicht drin. Auch nach hinten ist da gar nichts. Ansonsten habt ihr aber trotz alledem eine gute Beweglichkeit. Mann, was knatscht sie denn? Wir haben eine Oberschenkelbeweglichkeit. Die können wir hier drehen. Schaut mal, ganz super beweglich. Ihr könnt das so ein bisschen erkennen hier an der Seite. Seht ihr das? Da ist das Gelenk. Na, gut gemacht. Und wir haben doppelte Kniegelenke. Ganz toll. Ne? Auch super gemacht. Gefällt mir. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Natürlich haben wir auch noch separat den Stiefel, den wir drehen können. Und die Füße. Und die Füße können wir auch nochmal nach oben und nach unten kippen. Das geht sogar, was genial ist, Ankle Pivot ist minimal vorhanden. Schaut mal hier. Ankle Pivot, seitliche Beweglichkeit. Auch da genial. Dann kann sie nämlich wirklich in coole Posen gepackt werden, gerade wenn sie jetzt irgendwie die Beine auseinander packt, um irgendwie mit dem Bogen halt irgendwie ja auf Angriff zu gehen, ne? Gegen Rita Repulsas, Schergen, geht das alles. Also Bewegungspunkte technisch sind die Legacy-Figuren super genial. Da könnt ihr euch nicht beschweren. Genau so muss eine Actionfigur sein. Ich bin sehr glücklich,
dass ich jetzt diesen Ranger halt in meiner Sammlung habe. Und jetzt kommen wir nochmal eben fix zum letzten kleinen Zubehörteil, was ich völlig vergessen habe. Und das ist dieser kleine Pfeil. Ja, ihr könnt Kimberly halt in eine Pose packen, in der sie halt mit ihrem Bogen schießt. Und ihr seht auch, die Beweglichkeit der Figur macht das auf jeden Fall mit, na, dass ihr hier Kimberly halt den Bogen so gesehen spannen lässt. Sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Der Pfeil natürlich auch in Silber gehalten. Ihr könnt das erkennen, so ein bisschen Silber und dann vorne die Spitze noch so ein bisschen in Pink gemacht. Finde ich toll. Finde ich ganz toll. Und ihr habt noch eine austauschbare Hand mit dabei, und zwar auf dieser Seite. Diese Hand ist so gesehen extra dafür, dafür gemacht, dass sie den Pfeil halten kann. Weg ist er. Na, ihr seht das hier, ne? Sie hält so ein bisschen halt die Finger so zusammen und da könnt ihr dann halt den Pfeil reinmachen. Und zwar so, dass ihr das Ende hier, das hier, ne, so ein bisschen dazwischen steckt. Wartet mal, jetzt muss ich das erstmal selber wieder hinkriegen. Na, komm her hier. So. So ungefähr rein, dass der eine Finger halt hier oben drauf sitzt und der Pfeil dann halt so gesehen von dem Daumen auf der anderen Seite gehalten wird. Ne? Das Ganze sieht dann so von oben aus. Und dann kann sie halt den Pfeil halten und der Pfeil hat gelitten, weil er ist in der Verpackung leider ein bisschen krumm. Ihr könnt das Ganze aber natürlich recht gechillt wieder so ein bisschen zurechtbiegen. Ne? Einfach was anderes raufgepackt, so ein bisschen zurechtgebogen den Pfeil. Und dann passt das. Ne? Also die Möglichkeiten Kimberly halt mit diesem Pfeil noch zu displayen und dann mit dem Bogen, die ist auf jeden Fall gegeben. Ich finde das super, tolle Idee. Und das ist alles, was bei diesem tollen kleinen Power Ranger mit dabei ist. Für mich eine grundsolide Actionfigur mit ausreichend Zubehör, was einfach perfekt passt. Wenn ihr sie mögt, schlagt zu, wenn ihr sie findet. Das ist wieder das andere Problem. Da müsst ihr am besten bei Amazon gucken, damit ihr an diese Rangers noch rankommt. Denn sie sind so, soweit ich weiß, jetzt nirgends leider im Handel zu kriegen. Ich weiß es nicht, ob sie bei Toys R Us waren. Kann ich euch nicht sagen. Ja, ansonsten das Einzige, was noch so ein bisschen schade an dieser Figur ist, ist, dass die Gelenke hier und da echt ein bisschen lose sind. Ihr müsst sie halt ein bisschen ausbalancieren und dann steht sie halt recht gut und dann könnt ihr sie halt mit dem Pfeil oder Bogen hinstellen. Oder, wie ich eigentlich das immer gerne mache, genau, Pfeil weg. Den Bogen so ein bisschen hier an die Hüfte gelehnt, das Ganze, ne, und dann stellt er sie halt so ein bisschen hin mit dem Schwert vielleicht noch in der Hand und dann passt das. Und dann habt ihr wirklich eine schöne kleine Kimberly Hart Actionfigur aus der Legacy Collection. Ich finde sie gut. Ich finde sie mehr als gelungen. So habe ich mir die Actionfiguren immer vorgestellt. So müssen sie sein. Und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, dass ihr noch einen weiteren Ranger zu Gesicht bekommt. Denn wie gesagt, der kommt auf jeden Fall. Und da seid sehr gespannt drauf. Wie immer, mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Denn ich denke mal schon, dass der ein oder andere sagt, die sind auf jeden Fall um einiges cooler als die 5-Inch-Variationen. Natürlich sind sie das. Die lohnen sich auch, sind aber, glaube ich, preislich auch schon wieder fast bei 30 Euro angesiedelt. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, wer die klassischen Power Rangers, die Mighty Morphin Rangers in seiner Sammlung haben möchte und dann vielleicht noch in dieser schicken kleinen Limited Edition, der kann das gerne machen. Das soll es gewesen sein, liebe Leute. Kurze Review wie immer. Aber ich denke mal, das reicht. Die gute Kimberly Hart, der pinke Mighty Morphin Power Ranger, ist jetzt auch in meiner Sammlung. Ich bin sehr glücklich. Und ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Also, macht's gut, bis denn dann und go, go, Power Rangers!